Jahre 570 in der Stadt Mekka wurde Mohammed geboren. Sein Vater starb vor seiner Geburt. Die Mutter starb dann auch, als er 6 Jahre alt war. Der Großvater starb dann, bei dem er dann war, blieb, starb 3 Jahre später. Und schließlich übernahm ein Onkel die Fürsorge für das Kind. Nachdem der Junge zum Mann herangereift war, verließ er das Geschäft seines Onkels und fand Arbeit bei einer anderen Kamelkarawane. Er führte Karawanen unter anderem nach Syrien und in den Jemen, um Handelswaren zu transportieren. Die Kamelkarawane, für die er arbeitete, gehörte der wohlhabendsten und mächtigsten Frau in der ganzen Gegend. Ihr Name war Khadija. Sie war bereits über 40 Jahre alt, vierfach geschieden, hatte mehrere Kinder. Mohammed hingegen, der bei ihr als Karawanenführer angestellt war, war 25 Jahre jung und unverheiratet. Khadija hielt um seine Hand an, was bereits zur damaligen Zeit und der dortigen Kultur äußerst ungewöhnlich war. Doch Mohammed nahm den Antrag an und die beiden heirateten. Mekka liegt im heutigen Saudi-Arabien, stellt heute das Zentrum der islamischen Welt dar. Zu Mohammeds Zeit lebten in Mekka zum größten Teil arabische Stämme, die primitive Religionen praktizierten, meist mehrere Götter, auch selbstgemachte Götzen anbeteten. In Mekka lebte auch eine kleine Gruppe von Juden und es lebten dort auch Anhänger der Sekte der Ebioniter, die sich aus dem Christentum heraus entwickelt hatte, aber weder an Sündenvergebung durch Jesus noch an die Dreieinigkeit glaubte. In Mekka gab es dann ein paar hundert von diesen Ebionitern, diesen nicht offiziellen, nicht Mainline Christen. Und die reiche, einflussreiche Frau, die Mohammed in jungen Jahren geheiratet hat, also er war 25 und sie war 40, über 40 Jahre alt, diese Frau war auch Teil dieser Sekte der Ebioniter. Und Mohammeds Großvater und dann dessen, also erst der Großvater von Mohammed und dann der Onkel von Mohammed kümmerten sich um den religiösen Betrieb an der Kaaba in Mekka, der Al-Kaaba. Und damals war es natürlich, war die Kaaba nicht ein muslimischer Pilgerort, sondern es kamen unzählige Gläubige dorthin und die hatten dort alle ihre Götzen. Hunderte Götzen. Und jeder konnte dorthin und Mohammeds Großvater und ein Onkel waren dann zuständig halt eben, um den Betrieb halt zu managen. Also, durch Mohammeds Ehefrau, die den Ebioniten angehörte, lernte er sehr, sehr viel. Auch Khadijas Cousin lehrte Mohammed sehr, sehr viel. Und dann irgendwann fing Mohammed an, sich zurückzuziehen in eine Höhle und dort sei ihm dann eben... dort hätte er diese übernatürlichen Erfahrungen gemacht, das war dann der Ursprung des Islam. Und als Mohammed anfing, seine neue Lehre zu verbreiten, behauptete er nicht, eine neue Religion oder einen neuen Gott zu bringen. Im Gegenteil, er erklärte, dass er nach dem Alten und Neuen Testament nun das letzte Testament bringen würde. Er behauptete, an den gleichen Gott zu glauben, den einzig wahren Gott, den auch Juden und Christen anbeteten. Mohammed behauptete, keinen neuen Gott zu predigen. Der Koran erklärte, Islam sei die ursprüngliche Religion, die bereits vor Judentum und Christentum praktiziert bestanden habe. Selbst Abraham habe Allah angebetet und Islam praktiziert. Im Koran wird der Islam immer wieder als die Religion Abrahams bezeichnet. Es behauptet, Abraham und all die Propheten nach ihm, einschließlich Isaak, Ismael, Jakob, Josef, Noah, David, Salomo, Moses, Johannes und Jesus, hätten den Islam verkündet, seien also Moslems gewesen. Zunächst versuchte Mohammed, die Juden für den Islam zu gewinnen. Dabei suchte er nach Gemeinsamkeiten, um sie davon zu überzeugen, den Islam als gemeinsamen Glauben anzunehmen. In dieser Anfangszeit fand Mohammed allerhand freundliche Worte über Juden. So lehrte er beispielsweise, die Juden seien das auserwählte Volk Allahs, der sie beschützt, ihnen mit der Tora sein Wort anvertraut und seine Propheten aus ihrer Mitte erwählt habe. Zu dieser Anfangszeit bezeichnete Mohammed Juden und Christen also noch nicht als Ungläubige oder Unreine oder Feinde Allahs, wie das später in der zweiten Phase seiner Offenbarungen tat. Mohammed wollte es den Juden und Christen anfangs leicht machen, den Islam anzunehmen. Sie sollten nicht das Gefühl haben, mit der Bekehrung zum Islam von ihrem bisherigen Glauben abzufallen. Da diese Strategie sich als wenig erfolgreich erwies, änderte Mohammed später sein Verhalten gegenüber den Juden und seine Lehre über sie grundlegend. Also, die Juden natürlich schon allein schon misstrauisch gegenüber den Christen gewesen und behaupteten, die Christen seien bloß Diebe geistigen Eigentums, Raubkopierer, Copycats, und die Christen hätten halt eben dann
ihre eigene Gruppe da aufgemacht. Und dann kam natürlich dann Mohammed und wollte dann eine neue Gruppe machen, die dann Christen und Juden mit einschloss. Und diese ganzen freundlichen Sätze über Juden und Christen im Koran, die ganzen freundlichen Sätze stammen aus der Frühzeit von Mohammed. Später kamen dann erst die brutalen, aggressiven, feindseligen Suren. Entsprechend diese zwei Phasen unterscheidet man zwischen dem sogenannten Mekka-Koran und dem Medina-Koran. Da die Verse und Kapitel des Korans nicht chronologisch geordnet sind, erschließt sich diese Unterscheidung in Mekka- und Medina-Koran dem Leser nicht ohne weiteres. Es liegt keine eindeutige Aufteilung in zwei Teile vor, wie etwa in der Bibel mit seinem Alten und Neuen Testament. Im Koran sind die Verse aus der Mekka- und aus der Medina-Zeit durcheinander gemischt. Da die Lehren der beiden Phasen so gegensätzlich sind, trifft man immer wieder auf sehr widersprüchliche Aussagen, die oftmals genau das Gegenteil aussagen. Mohammed gab allerdings klare Richtlinien, was in solchen Konfliktfällen gilt, nämlich die neueren Sachen gelten und heben dann notfalls die alten auf. Während der ersten Phase, aus der die freundlichen Verse stammen, hatte Mohammed erst wenige Anhänger und war leicht angreifbar. Ihm folgten sehr wenige Menschen. In den ersten Jahren erlebte Mohammed nichts als Ablehnung und Verfolgung. Als seine Frau Khadija starb, durchlebte Mohammed die schwerste Zeit seines Lebens. Und dann kam die radikale Wende in Mohammeds Leben. Nach dem Tod von Khadija heiratete er innerhalb von nur 13 Jahren 12 verschiedene Frauen, von denen die erste zugleich die jüngste war. Gerade in dieser schweren Zeit nach Khadijas Tod, als die Anfeindungen in Mekka besonders groß waren, kamen eines Tages Angehörige der beiden Stämme der Avs und der Khazraj nach Mekka gereist und bekehrten sich dort zum Islam. Was für ein Erfolg für Mohammed. Endlich, die beiden Stämme baten Mohammed, zu ihnen nach Medina zu kommen. Sie sicherten ihm sogar zu, ihn auch militärisch gegen seine Verfolger zu verteidigen und für ihn zu kämpfen. Etwas Besseres hätte Mohammed in seiner Misere gar nicht passieren können. So ergriff er die günstige Gelegenheit, verließ Mekka zusammen mit seiner kleinen Gruppe von Anhängern und wanderte nach Medina aus. Im ersten Jahr nach der Hijra bemühte sich Mohammed noch darum, die jüdische Bevölkerung Medinas für den Islam zu gewinnen. Dann, wegen Erfolglosigkeit dieses Unterfangens, änderte Mohammed seine Strategie und setzte auf Macht und erklärte den Ungläubigen den Heiligen Krieg, den Dschihad, um ihre Bekehrung mit Gewalt zu erzwingen. Und dann hießen die neuen Offenbarungen zum Beispiel folgendermaßen: Töte die Götzendiener, wo er sie trefft, ergreift sie, belagert sie, lauert ihnen auf in jedem Hinterhalt. Mit diesem sogenannten Schwertvers wurden viele frühere friedliche Verse, wie etwa über Glaubensfreiheit, widerrufen. Die solle kein Einzelfall bleiben. Dieses Prinzip, neuere Verse heben die alten auf, heißt Nasik. Dieses Nasik-Prinzip ist in der gesamten islamischen Welt allgemein akzeptiert, sowohl bei Schiiten als auch bei Sunniten. In vielen Koranausgaben ist auch eine Übersicht zu finden, anhand derer man sehen kann, ob eine Sure dem Mekka-Koran oder dem Medina-Koran zuzuordnen ist. Und Mohammeds Absicht, die Juden für den Islam zu gewinnen, mag auch der Grund dafür sein, dass er etliche Lehren aus dem Judentum übernahm, wie etwa die Lehre über Waschungen, Fasten, Gebet, Ehescheidung, das Verbot von Schweinefleisch, Vergeltungsrecht. Zu dieser Zeit lehrte Mohammed sogar, dass die Gebete nach Jerusalem auszurichten seien. Erst später änderte er die Gebetsrichtung nach Mekka, so wie es heute natürlich immer noch praktiziert wird. Die Juden waren nicht begeistert von Mohammeds Lehre. Die Juden sagten, das sind einfach nur Nacherzählungen der altbekannten biblischen Geschichten. Manchmal waren Grundzüge der Geschichte identisch, Details waren verändert, manchmal waren es neue Geschichten über bekannte Personen. Der Einfluss des Alten Testaments auf den Koran ist nicht nur ein kleiner, unbedeutender Aspekt des Korans. Die Nacherzählung biblischer Geschichten macht mindestens 7% des Textes des Korans aus.